Hallo Leute, hier ist wieder LA907917 und MRBBBXXX. So, und wir beide zocken hier gerade Silent Hunter 5 Battle of Atlantic. Ganz einfach, warum? Ich habe irgendwie keine Lust mehr, so oft Anno 2070 zu drehen und hochzuladen. Das wird mir langsam zu langweilig und da habe ich mal in meinem Regal geguckt, was ich da sonst noch für Spiele habe. Ja, Silent Hunter 5, das ist eines der besten. Hier habe ich noch Silent Hunter 4, das wird aber vielleicht noch später kommen. Vielleicht machen wir beides auch mal wieder. Ja, also Silent Hunter 5, das erkläre ich euch mal kurz, was das hier ist. Also wie ihr hier seht, ist das hier schon mein U-Boot, also wird es schon mal über U-Boote gehen. Silent Hunter 5 Battle of Atlantic ist ein U-Boot-Simulationsspiel, was sich Mitte im Zweiten Weltkrieg abspielt und man muss für Deutschland kämpfen. So, da gibt es hier Kampagne, also ich habe das schon mal ein bisschen gespielt, da gibt's, kann man natürlich auch eine neue Kampagne machen. Dann gibt es noch historische Einsätze, also wichtige Schlachten, die ganz berühmt sind. Und natürlich gibt es auch online! Ja, online, das werde ich natürlich auch noch machen. Aber das werde ich erstmal, wenn ich die Kampagne durch habe. Aber es dauert natürlich. Nein, mein, das wird ganz garantiert nicht Oscar-Entwickler heißen. Das wird natürlich LA 9717 und... Kann man hier kein Und machen? Doch. Hä? Doch, kannst du. Aber ich wollte ja gerade das andere Und machen. Und Mr. BBBXXX. Oh. Passt anscheinend wohl nicht. Dann mach einfach ein... Dann mach das Und weg und mach einfach MRB. Komma Mr. BBBXXX. So. Ja, also. Sieht zwar irgendwie gerade kacke aus, aber das macht ja wohl nichts. So. Das alles seht ihr hier gerade. Das hier ist die ganze Kampagne. Das hier ist erstmal die Einführungskampagne. Danach kommt glückliche Zeit. Das habe ich alles noch nicht freigeschaltet. Ich habe bis jetzt nur vielleicht hier diese kleine Mission gemacht. Da gibt es hier noch eine kleine Mission. Das werdet ihr aber wahrscheinlich erst im zweiten oder dritten Part sehen. Und ich glaube, wir schalten jetzt eher auf einfach, oder? Ja, besser gesagt auf niedrig. Ist ja nicht besser. Das gibt es dann eigentlich hier danach auch nur egal. Erstmal werden wir mal Total Germany spielen. Und los geht's. Leider Gottes hat Silent Hunter 5 so eine lange Ladezeit. Das finde ich so ein Scheiße. Also wenn ich ein fortgeschrittenes Spiel lade, dann dauert das maximal 2 bis 5 Minuten. Und das ist natürlich kacke. Mal gucken, wie lange es jetzt dauert. Ja. Bin ich auch mal gespannt. Jetzt hackt er da unten irgendwie. Jetzt geht's wieder. Mhm. Desto länger, desto... Warte mal. Ach, auch noch egal. Deutschland hatte deswegen die größte U-Boot-Flotte im Zweiten Weltkrieg. Nee, nee, das werde ich glaube ich jetzt nicht mehr schaffen. Könnt ihr auch selber lesen, ist egal. Ja, ja. Spiel lädt ja eh schon gerade so los. So aus und lange. Aber die Grafik scheint doch dann ganz gut zu sein, oder? Na, Logo! Also ich habe jetzt nicht so viel Ahnung davon. Ja, wie gesagt, das spiele ich gerade auf dem Computer von meinem Vater, nicht auf meinem Laptop, wo ich die ganze Anno zocke. Ganz einfach, mein Laptop kriegt das einfach nicht hin. Da hakt er die ganze Zeit natürlich. Und das wird er auch nicht. Das wäre ganz schön scheiße, oder? Ja, genau. So gerade... Ja, ja. Man will da gerade so einen geilen Schuss machen. Abgestürzt. Nein, scheiß Computer. Ja. Also ihr könnt ja dann einfach vorspulen, wenn euch die Ladezeit zu lange dauert. Na ja. Ja, hallo, wie lange dauert das jetzt hier noch? Ich habe keinen Bock jetzt hier die ganze Ladezeit. Ja. Das will ich auch ganz garantiert nicht aufnehmen. Aha, jetzt geht's los. Also, jetzt sind wir bei dem Mucksmäuschenstall. Hallo? Macht mir erstmal einfach. So. Aha, also wir sind gerade hier
in einer U-Boot-Fabrik, soweit ich weiß. Vielleicht sind wir auch in einem Hafen. Das läuft nämlich eher mehr. Nur ich frage mich, wo gerade, wo... Ah, hier, hier beiden. Da sind die beiden Typen, die ich ansprechen muss. Herr Kaloin! Weiter so. Guter Mann. Nein. Wer ist das? Das ist der Hans-Göring Weber. Ja, toller Name. Wie lauten meine... Kommen Sie herein, Herr Kaloin. Ich habe soeben neue Befehle vom OKM erhalten. Mhm. Unsere Situation hat sich leider zum Schlechten gewendet. Sehen Sie. Nach unserer Invasion Polens haben uns England und Frankreich den Krieg erklärt. Oh, ja. Damit hat Berlin nicht gerechnet. Und das bedeutet, dass wir der mächtigsten Flotte der Welt gegenüberstehen. Der Royal Navy. Mhm. Ein ungleiches Duell. Wenn man überhaupt von Duell sprechen kann. Die englische Flotte zählt 255 Kriegsschiffe, unsere bloß 34. Fail! Das heißt, wir haben nur eine einzige Hoffnung, unsere U-Boote. Unsere Feinde zwingen unsere Schlachtschiffe mit einer Seeblockade dazu, im Hafen zu bleiben oder die direkte Konfrontation zu suchen. Eine Situation, die wir uns derzeit keinesfalls leisten können. Nur mit kleineren Einheiten wie unseren U-Booten können wir die Blockade umgehen und auf die offene See durchbrechen. Wir haben zurzeit 46 U-Boote. Davon sind 22 gefechtsbereit. Sie werden eines davon übernehmen. Machen Sie das Beste daraus. Unser strategisches Gesamtziel, wie Kommodore Dönitz es bereits erläutert hat, besteht darin, Englands Abhängigkeit von importierten Gütern auszunutzen, indem wir ohne direkte Konfrontation zuschlagen, alle Nachschublinien kappen und die Einwohner aushungern, bis der König persönlich um Gnade winseln wird. Ihr vorläufiges Ziel besteht darin, die wichtigsten Nachschublinien entlang der englischen Küste anzugreifen und größtmöglichen Schaden anzurichten. Konzentrieren Sie Ihre Angriffe in erster Linie auf ungeschützte Geleitzüge und Frachter. Damit durchtrennen wir die Nachschubadern des Feinds, bremsen die Produktion seiner Werften aus und reduzieren so seinen gesamten Schiffsraum. Schicken wir die Tommies zur Hölle, ohne dass sie eine Ahnung haben, wie ihnen geschieht. Gute Jagd, Herr Kommandant. Also jetzt geht's los, oder? Warte. Also das hier waren gerade unsere Einsatzbefehle. Da sind nämlich auch so welche Kreuze. 50 Tonnen Schiffsraum vernichten und hier sind es 100 Tonnen. Ja, also insgesamt 150 Tonnen vernichten. Willkommen zurück. Also, dann gehen wir wieder auf Feindfahrt. Ja, natürlich wollen wir jetzt dahin. So, da sind wir hier auch schon mal direkt auf unserem tollen U-Boot. Und da gehen wir auch schon mal direkt zur Karte und zoomen zu diesem komischen Hafen, zwar ist das nämlich in Kiel. Also wo ist erstmal unser tolles U-Boot? Da ist es. Erstmal muss ich mal ganz langsam vom Parkplatz rausfahren. Das ist beim U-Boot scheiße. Ja. Ich fahre mir erstmal drei Knoten. Das sind glaube ich noch nicht mal 15 km/h. Ich glaube 8 oder 9 Knoten wären dann 15 km/h. Ich kenne mich nicht gerade so toll aus meinen Knoten. Aber das macht ja hoffentlich nichts. Und 30, 2. Neuer Wegpunkt. Kurs und 30, 2. Also wir fahren noch jetzt gerade. Neuer Wegpunkt. Kurs und 30. Erstmal müssen wir natürlich von Kiel raus. Und 80. Den Wegpunkt mal. Nein, den Punkt wollte ich löschen. So, jetzt sag ich euch schon mal direkt einen Tipp. Man könnte theoretisch diesen kleinen Kanal benutzen. Das habe ich vor einmal gemacht, das war aber ein fataler Fehler. Da kann man nur, da kommen nur tausende von Schiffen. Und wenn man unbedingt das Spiel schneller spielen will. Also damit meine ich jetzt, wenn man würde jetzt natürlich nicht von Kiel bis dahin Echtzeit spielen. Da kann man natürlich auch noch, wie heißt das Wort?
Scheiße. Wer heißt das Wort? Und 60. Ja, auch nur egal, das werdet ihr gleich sehen. Da gibt es natürlich Plus und Minus. Bei Plus kann man natürlich schneller zocken. Und 30. Es ist U-Boot auch viel, viel schneller. Und bei Minus langsam. Neuer Wegpunkt. Genau. Kurs 3, 2, 1. Irgendwie weiß ich jetzt gar nicht die Worte, aber ich hoffe mal, das macht nichts aus. Kurs 3, 1, 1. So, dann gehen wir mal raus. Und es regnet. Ne, es regnet doch nicht. Das sah mir gerade so aus. Und jetzt kommen wir auf Stufe 5 fahren. Da ist das wären ungefähr 50 Knoten. Nur ich sehe hier irgendwie gar nichts, weil es so was am Dunkel ist. Natürlich können wir uns auch frei bewegen wie bei Minecraft. Natürlich nur auf dem U-Boot. Oder im Hafen. Das war's dann auch schon. So, dann erkläre ich euch, wie nochmal auf ist. Dann haben wir hier so ein Monsterteil. Damit können wir ganze schöne Schiffe zerstören. Dafür brauchen wir wahrscheinlich nur 5 oder 10 Schuss von diesen Dingern hier. Und da gibt es hier oben noch welche Sprengschoss. Das sind nämlich dann Granaten. Und wenn man da schon mit diesen anderen Patronen ein Loch da reinschießt und danach noch mit Granaten da reinschießt, dann explodiert alles und dann ist alles direkt Schrott. Und was haben wir hier? Hier haben wir das Flak. Und das Flak dient dazu, die Flugzeuge zu zerstören. Also bitte nicht mit Flak Schiffe angreifen, denn das wird überhaupt nichts bringen. So, jetzt wollen wir erstmal wieder hier hoch. Hallo? Hoch? Danke. Bin ich hoch? Ja. So. Dann gehen wir wieder zur Karte. Und jetzt kommt natürlich der Plusbalken zum Einsatz. Ja, wir brauchen ja noch eine Weile, würde ich sagen. Nee. Also wollen wir erstmal aus dem Hafen rausfahren. Nach 256. Neuer Kontakt, Frachter mit langsamer Fahrt. Näher kommend. In und 30. Sieh dir mal die ganzen schwarzen Pfeile an. So, gerade schon viele Schiffe. Yo, was ist denn das dann? Handelsschiff. Warte mal, das will ich mir mal angucken. Eieieiei, überall. Wartet. Ja, das sind mehr als viele Handelsschiffe. Also, letztes Mal habe ich mal eine verdammt riesengroße Kriegsflotte gesehen. Dreimal, fünfmal so groß wie die hier. Ach ja, ich wollte dich kurz fragen, wie lange wollt ihr denn fahren? Eskorte in Sicht. Keine Ahnung, wie lang. Ich kann ja jetzt über 15 Minuten hochladen. Ah, geil, wir haben damit schon mal... Druckkörper schwer beschädigt! Wassereinbruch! Das war mir schon wieder klar, dass so etwas passiert. Hauptpumpe ausgefallen! Zero beschädigt! Kann diese Schiffe mal nicht irgendwie aufpassen? Ja, und damit hätten wir schon den ersten großen, dicken Fail. Damit ist schon unser U-Boot untergegangen. Das ist mir bis jetzt noch nie passiert, so ein dummer Unfall. Also wirklich, kann dieses dumme Handelsschiff nicht mal aufpassen oder so. Toll, wir haben verkackt. So. Ja, und jetzt können wir das nochmal machen. Ja, toll, ne? Jetzt frage ich mich wohl, sollen wir das gerade wegschneiden oder so? Ja, wir schneiden es weg, ich mach das schon. Ey, das kann ich auch machen. Ja, okay. Scheiße, das nimmt mir aber alles gerade auf, ne? Oh, verdammt. Also so ein dummer Unfall mit dem Handelsschiff ist mir bis jetzt noch nie passiert, wirklich. So, das peinlich ist, das sehen jetzt die ganzen Leute. Ja, jetzt sind wir wieder am Hafen, aber da wir ja schon wissen, was unsere Einsatzbefehle sind, brauchen wir jetzt gar nicht mehr diese... Nein. Willkommen gehen wir zurück, wieder auf Feindfahrt. Ja, zum zweiten Mal. Ja, also wir nehmen das gerade zum zweiten Mal auf, dass den ersten Versuch haben wir rausgeschnitten. Was der Löwe nicht schafft, schafft der... Ey, was ist das für ein Spruch? Was der Löwe nicht schafft, schafft der Fuchs? Deutsches Sprichwort. Kenne ich aber nicht. Ich auch nicht. Ja, das sind halt alte Sprichwörter. Aha, diesmal braucht anscheinend nicht so lange.
Nimm Kurs wieder in Sicht. Aha, jetzt ist mal Tag. Halbe Fahrt voraus. Maschinenstart. Wir erreichen unseren letzten Wegpunkt. Aber diesmal ohne Unfall. So, erstmal auf 1. Kurs 3, 5, 0. Nimm Kurs wieder voraus. Das war eben so ein dummer Unfall. Neuer Wegpunkt. Kurs und 20. Ja, ja, mach mal auch. Neuer Wegpunkt. Oh, das ist jetzt die zweite Aufnahme. 20, 7. Neuer Wegpunkt. Kurs und 20, 4. Boah, Alter, der Hafen ist 14 Kurs Kilometer lang. Wollen die mich verarschen? 14 Kilometer lang. So lang ist doch nie im Leben ein Hafen. 70, 1. Neuer Wegpunkt. So, jetzt lass uns endlich mal nach England fahren, ohne einen einzigen Unfall, mit so einem dummen Handelsschiff. Kurs und 60, 8. Neuer Wegpunkt. Kurs und 50, 9. Neuer Wegpunkt. Kurs und dann kommt 30, nur ein einziger 6. Wegpunkt. Neuer Wegpunkt. So, Kurs jetzt passe ich natürlich 3, auch viel, 0, viel besser 7. auf. War nur die Wand, kein Schiff. Ah, funktioniert. Ja, bitte? Wie geht es Ihrer Familie? Meine Frau klagt darüber, dass sich die Kinder wie Lausebengel benehmen. Ich bin stolz auf Sie. Sie kommen ganz nach Ihrem Vater. Ganz geschmeichelt, oder? Guck mal. Es gibt nichts mehr zu sagen. Weiter so, ja, Junge! Aber nicht mehr so, wie du dich gerade bewegt hast. So, ich würde mal sagen, wir drücken Plus, oder? Ja, wir drücken jetzt sofort Plus. Aber ohne einen Unfall. Wir können auch direkt wieder auf 5 machen. Wird das alles nämlich viel, viel schneller. Ich weiß, da kommen immer weitere Schiffe. Und das mag ich nämlich nicht. Da ist Rauch am Horizont. Kurs, rein. Ist Rauch am Horizont? Vielleicht wird da gerade ja irgend so ein Handelsschiff platt gemacht. Ja, hat funktioniert. So, jetzt würde eigentlich gar kein einziges Schiff mehr kommen. Das hoffe ich mal. Hohoho, 2048. Komm, geht's noch schneller. Ich glaube, es gibt bis 10.000. So schnell geht es halt bis nach England. In nur 30 Sekunden. Tada. So, jetzt müssen wir nur noch Schiffe, Handelsschiffe, wie gesagt, finden. Aha, das ist schon das erste, aber das sind ungefähr knapp 500 Kilometer. Also das Schiff ist fast 500 Kilometer entfernt und es, wenn ich dahin fahre, das ist bestimmt schon meilenweit da weg. Ist auch am Horizont. Kurs 3, 2. Einsatzgruppe. Sieht bei Erfolg die Einsatzgruppe. Neuer Wegpunkt. Ach, Kurs, da ist die Einsatzgruppe. 40, ja, ist nur ein Handelsschiff. Neuer Wegpunkt. Kurs. Jetzt kommt wieder die tolle Stoppuhr, die auch dann beim Torpedoschießen kommt. Noch zimmern, jetzt mache ich hier mal den ganzen... Und 30, 1. Jetzt mache ich jetzt erstmal hier den ganzen Plan. Denn hier, diese Route muss ich zerstören. Okay. Besser gesagt, neuer ich muss Wegpunkt. Die Handelsschiffe Kurs da zerstören. 2, 1, 0. Neuer Wegpunkt. Kurs das 1, wird erstmal wohl so reichen. 1. Das sieht jetzt irgendwie voll komisch aus. Plus. Gut, dann lass uns die Handelsschiffe zerstören. Ich hoffe mal, dass in diesem Part überhaupt noch eins kommt. Aha! Da ist ein schwarzer Balken, das heißt, dass es wahrscheinlich ein Feind ist. Da werden wir direkt mal neugierig dahin fahren. Neuer Wegpunkt. Kurs. Hey, wo ist das Schiff? Willst du mich verarschen? 3, 3, 2. Neuer Weg. 1. Neuer Wegpunkt. Kurs, 3, 2. Wo ist das Schiff? 3, ah. 7. Ja. Was ist es? Es ist ein Handelsschiff. Also wollen wir es direkt mehr verfolgen. Und Zerstörung zwar gnadenlos. Neuer Wegpunkt. Kurs.
3, 4, 3, neuer Wegpunkt. Wir kommen schon mal viel, viel näher dran. 5, 6, neuer Weg. Bus 3, 4, 9. Der schwarze Radius heißt, dass der da alle Schiffe empfangen kann. Wenn wir natürlich unter Wasser sind, da kann er uns sehr, sehr schlecht empfangen. So, jetzt sind wir in seinem Radius gekommen. Neuer Wegpunkt. Kurs 60. So, und da vorne ist auch schon ein Schiff. Sehe ich da gerade eine... Nee, ist die englische Flagge. Ich sah den früher nicht ganz anders aus. So, dann fahren wir jetzt nur mal auf 1. Und jetzt können wir erfassen drücken. Ziel erfasst. Oh, es gibt schon ein Gewitter. Wo geht's denn auf grün? Da geht's auf grün. Das können wir hier natürlich überall messen. Wie soll ich es machen? Soll ich direkt dazu da drauf fahren? Ja. Wird's natürlich mit dem Torpedo zerstören. Neuer Wegpunkt. Ja, Kurs 11. Der Wucht hat, oder? So, jetzt müsste es funktionieren. Torpedo 1. 1. Parkt er gerade? Los! Torpedo 2. Rohr 2. Los! Oder nicht? Dieses kleine Fernrohr. Und da macht es einmal Boom und zweimal Boom. Hoffe ich mal. Boom! Torpedo-Treffer. Macht's nochmal Boom. Hallo, mach mal nochmal Boom. Aber das Schiff ist noch nicht ganz Schrott. Den Rest erledige ich selber. Und zwar mit dem geilen... Wie soll ich sagen? Mit einer geilen Waffe. Ich weiß jetzt nicht genau. Wir machen es einfach mit dem Deckgeschütz Schrott. Und jetzt können wir es natürlich auch viel, viel besser erkennen. Ein 8,8 cm Deckgeschütz, oder wie das Ding heißt. So, jetzt nur zielen und treffen. Ein paar Löcher da reinschießen. Und dann kommen die Granaten kommen. Oh, das war gerade daneben. Und ja, Handelsschiff, das bringt gerade so gut wie gar nichts. Jetzt kommen nicht die Granaten zum Einsatz. Und da bist du auf jeden Fall gearscht. Und jetzt nur Loch ziehen. Na, es hat gerade nichts abgezogen. Aber wir können ja wild rumschießen. Aha, jetzt, das hat gerade Leben abgezogen. Okay, das Schiff ist schon mal so gut wie vernichtet. Rohr 1. Bereit. Jetzt können wir das machen und sehen, wie das Schiff untergeht. Das ist sehr, sehr geil von Ubisoft gemacht, wie dieses Schiff dann untergeht. Dann sehen wir hier zwei große Einschusslöcher, denn da sind nämlich die Torpedos gekommen und haben dann große Löcher gemacht. Ja, gehst ja auch eines Tages mal unter. Und das schon ein großes Handelsschiff ist das. Ja, das sackt schon unter. Wunderschön. Dann machen wir mal alle Maschinen stopp. Maschinen stopp. Also, ich glaube, das Schiff geht unter. Ah, da gehen welche Teile runter. Das sind, glaube ich, die Rettungsboote. Tolle Rettungsboote. Ja, die gehen runter. Zum Meeresgrund. Ja, es geht unter. Es geht unter ganz, ganz langsam. Wo ist überhaupt mein Boot? Wo ist mein Boot? Wo ist da hinten? Ach so weit war das. So, jetzt geht das Boot endlich mal unter. Das sieht natürlich sehr, sehr geil aus. Wunderschön von Ubisoft gemacht. Und da kann ich nur sagen, blub, blub, blub und au revoir. Boot. Bleiben noch ein paar Treibgutskisten. Rohr 2, bereit. Und dann können wir wieder zurück auf unser U-Boot gehen. So, liebe Leute, und das... Ich glaube, das ist jetzt... Das Video, weil wir es noch ein bisschen schneiden müssen und wir nicht genau wissen, wie lange es ist.
Egal. Auf jeden Fall endet jetzt hier dieses Video. Und wir sehen uns im nächsten. Ciao.